Eigentlich ist es ja sowieso so, dass heute Abend alle Gewinner sind. Wir wollten viel zu früh erwachsen sein. Größenwahn, getränkt im Wein. Das Kinderzimmer bei Mama zu klein. Muss hier raus, ich bin high. Ich kann alles, alles sein, weil... Wenn man sich so überlegt, ich habe danach gesagt, nachdem wir die Live-Session eingespielt haben, eben ganz viele spannende Menschen schauen sich das an, aber natürlich zu wissen, dass auch ein Udo Lindenberg dich da mal singen hört, so oder so, einfach auch mega geil, weil er ist halt dieser Living Legend, also ist einfach so. Und ja, insofern ist es für uns schon sehr spannend. Also ich muss sagen, ich war auch heftig, ich habe lange nicht mehr zitternd das Mikro gehalten, aber gestern war ich sehr aufgeregt auf jeden Fall. Ganz unten trifft dich. Feier Niederlag, König, ich mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Keiner verliert. Oder eine von vielen starken Frauen, die sich in diesem Jahr beworben haben beim Panikpreis, das ist aufgefallen. Drei davon sehen wir im Finale, aber auch das war schwer, da aus der Vielfalt dieser Superpower-Frauen die drei auszuwählen. Aber ich glaube, die Auswahl war gut. Ich habe auf jeden Fall hier einen Hit gehört. Schnee im Sommer ist ein absoluter Hit. Pass auf dich auf, du weißt, du hast ein großes Maul, dein großes Ego nur gekauft. Ich lass das Licht, dann mach's aus. Also bei Schnee im Sommer zum Beispiel, da hatte ich diese Punchline, dieses Schnee im Sommer lange im Kopf und wusste, okay, ich will einen Song schreiben, der so heißt und der sich mit dieser Thematik beschäftigt. Dass die Narzissen wieder blühen, Schnee im Sommer, Junge, du frierst bei 30 Grad. Was bei mir nie passiert, ist, dass ich praktisch irgendwie die Harmonien und die Melodie schon habe und nachträglich einen Text draufschreibe. Schnee im Sommer. Dadurch, dass eben unser Bandmitglied, der Bassist, eigentlich war zuerst Produzent und wurde dann gezwungenermaßen Bassist. Und ich komme mit einer Songidee ins Studio und dann fängt man an zu jammen, auszuprobieren. Manchmal ruft man den Gitarristen an und sagt, hey, kannst du irgendwie vorbeikommen? Also es ist sehr, sehr freies Arbeiten. Schnee im Sommer, Junge, du frierst bei 30 Grad. Ganz, ganz am Anfang habe ich irgendwie auch manchmal auf Englisch geschrieben oder auch auf Italienisch, weil meine Mama ist Italienerin, ich bin in Italien geboren, daher auch der Name Mola, weil das der Nachname ist von meiner Mama. Aber dann irgendwie, ich habe eine große Faszination für die deutsche Sprache, ich finde auch, dass es eine tolle Sprache ist. Rio Reiser, auch eben Udo. Ich finde, mit der Sprache kann man viel machen und irgendwie weiß ich nicht. Ich dachte mir, das ist mein Zuhause, diese Sprache, genauso wie die Musik mein Zuhause ist. Und da weiß ich nicht, wäre es nicht mein Weg, auf Englisch zu singen oder so. Jeder Rauschenabenteuer, jeder Absturz war brutal. Dennoch stets ein Funken Glamour, Solo saufen so banal. Trio infernal verraten, du bist weg und machst dein Ding. Schlaf mit ihm, mit ihr, mit jedem. Mich tangiert nur, wo du trinkst. Ja, du fehlst. Tatsächlich habe ich das jetzt öfter mal gemacht, dass wir Italienisch gemischt haben mit Deutsch. Zum Beispiel, ich habe einen Song, der heißt Rote Rosen und eine Line ist dann Amore Infinito, solo tu. Du und ich und Vino Bianco, ich sitze hier und frag mich quando. Also wir haben es dann irgendwie eingebaut und jetzt kommt auch ein Song Vino Bianco. Das finde ich insgesamt auch total spannend, Sprachen zu mischen, weil wir ja auch immer globaler werden. Deswegen finde ich das insgesamt ein spannendes Thema. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, nur auf Italienisch zu singen. Jeder Künstler, jede Band will natürlich irgendwie suchen. Es ist ja irgendwie auch eine Reise. Ich glaube auch, wenn man irgendwie angekommen ist und dafür immer bleibt, dann ist es vielleicht auch vorbei. Also ich glaube, es sind ja irgendwie Stationen, aber natürlich sucht man auch irgendwie nach seinem Sound. Ja, ich glaub,
ich glaube, dass wir uns gerade ganz wohl fühlen. Insofern, gerade ist gut, ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.